Offensichtlich ist es so, dass sich dort eine Art, ich will das jetzt mal ein bisschen überspitzt sagen, Bandenbildung zeigt, dass die Leute, die eben in diesen gemeinsamen Betrugsvorgängen drinstecken, gar nicht mehr rauskommen. Und Sie sehen es auch zum Beispiel im Bereich der Wirtschaftsprüfer. Die Preussag hat schon seit Jahrzehnten immer denselben Wirtschaftsprüfer. Die können den gar nicht wechseln, denn wenn ein neuer Wirtschaftsprüfer reinkäme, würde der sofort auf diese ganzen Betrügereien stoßen und müsste das also aufdecken. Deswegen kann man seitens der Preussag nur mit jetzt Tui, nur mit diesem alten Wirtschaftsprüfer weiterarbeiten, der damals ja auch diese Betrügereien gedeckt hat mit der Sonderprüfung, die ich verlangt habe. Daran sieht man schon mal, welche extremen Dinge dort eine Rolle spielen. Diese Leute sollen dann am Ende noch real und sauber und korrekt prüfen. Und unabhängig vor Und allen Dingen. unabhängig. Völlig unmöglich. Das sind korrupte Wirtschaftsprüfer, die letztendlich gar nichts mehr anders machen können, als diesen Gefälligkeitsgutachten. Korruption und diesen Betrug weiter fortzuführen. Und interessanterweise hat der Cheflobbyist der Preussag, Dr. Zumforth, bei einem Ehemaliger Interview, Bundestagsabgeordneter. ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter, richtig, bei einem Interview im Bericht aus Berlin gesagt, also das, was wir heute machen als Lobbyisten, ist, die Leute auszuführen, sie aus ihrem tristen Alltag als Volksvertreter herauszuholen. Der Cheflobbyist der Preussag erzählt vor laufenden Fernsehkameras zur besten Sendezeit, dass die Preussag wirklich Gelder in Umschlägen unter dem Tisch an Beamte und Politiker verteilt hat. Das hat er da gesagt. Und das ist auch tatsächlich so gewesen. Und wie gesagt, wir reden hier nicht über Kleingeld. Wir reden über Millionenbeträge. Und auch diese Millionen landen in den Stellen, in den Bereichen, wo dann Entscheidungen gefällt werden, die dazu führen, dass eben ein solches Betrugskonglomerat, was anders ist, die Preussag-TUI nicht, über die Jahre hinweg Bestand hat und sich kein Staatsanwalt an das Thema herantraut. Das Das ist naiv. In Deutschland naiv. In Amerika hätten die Handschellen schon längst geklickt. Da säßen schon einige Leute, nicht nur von der Preussag-TUI im Knast. Aber bei uns ist es so, dass die Staatsanwälte weisungsgebunden sind. Das ist den meisten Bürgern nicht bekannt. Ich glaube, 99,9% der Bürger wissen das nicht. Das ist das Thema des Deutschen Richterbundes und auch mein Hauptthema. Und erklärt in größtem Umfang, warum wir uns in vielen Bereichen der Wirtschaft in solch extrem kriminellen Bereichen befinden. Weil die Staatsanwaltschaften in Deutschland weisungsgebunden sind. Das heißt, sie sind nicht ihrem Gewissen, schon gar nicht dem Gesetz verantwortlich, sondern Politikern, die ihnen vorgeben, was sie zu tun haben und was nicht. Und genau da setzt die Kriminalität in Deutschland an. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft München angefangen, bei Siemens zu ermitteln. Aufgrund eines massiven Drucks aus der Schweiz und aus Liechtenstein. Das war der Hintergrund für die Tätigkeit in München. Und wenn ich jetzt lese, dass also die Konzernspitze von diesen Milliarden Betrügerei nichts mitbekommen hat, dann ist das also noch nicht mal lächerlich, sondern das ist grotesk geradezu, dass also die Staatsanwaltschaft hier nur den mittleren und unteren Bereich von Siemens überprüft und die Sachen aufdeckt und die Leute, die das natürlich angeleiert haben, ganz an der Spitze. Laufen ist. Völlig laufen lässt. Das ist aber nicht nur hier bei Siemens der Fall, das ist ja überall in Deutschland zu sehen, dass eben die Kleinen gehängt werden und die Die Großen immer wieder einfach aufdecken. Durchlaufen. Das ist das Thema einer völlig abhängigen Justiz. Die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften resultiert aus der Feudalzeit. Die resultiert aus der Nazi-Zeit. Das haben wir übernommen und haben Staatsanwälte, für die ist das EDEKA-Prinzip das Wichtigste, die genau wissen, wenn sie also ihrer Pflicht nachkommen, wie es eigentlich im Gesetz steht, dann steht am Ende EDEKA. Das ist also nicht das Lebensmittelgeschäft, sondern das Ende der Karriere. Abkürzung für Ende der Karriere, das ist EDEKA. Und das passiert deutschen Staatsanwälten, wenn sie ihre Pflicht tun. Ich habe Staatsanwälten in Hannover gegenüber gesessen, denen habe ich von den Betrügereien der Preussag erzählt. Die hätten auf der Welle ihres Angstschweißes den Raum schwimmend verlassen können. Sehr schön. Das sind also, das sind Situationen, die muss man erlebt haben. Staatsanwälte, die da zitternd sitzen und genau wissen, dass sie normalerweise tätig werden müssen. Und sie werden aber nicht tätig. Und das Schlimme ist, dass diese Hannoveraner Staatsanwälte
die dort nicht tätig wurden, letztendlich auf dem Gewissen haben, zumindest die 5 Milliarden Verluste bei der Babcock, Zehntausende von verlorenen Arbeitsplätzen, alles das wäre nicht passiert, wenn nach meiner Aussage dort bei der Staatsanwaltschaft in Hannover im November 2000 die Staatsanwaltschaft tätig geworden wäre. Ich habe denen alles aufgetischt und erzählt, was abgelaufen ist, und die hätten nur losgehen müssen und ihre Tätigkeit pflichtgemäß und korrekt aufnehmen müssen, dann wäre dieser Konkurs nicht passiert. Also das ist ein Fall, der ist jetzt gerade kürzlich wieder ganz aktuell geworden, weil ein Mitglied unseres Clubs, wir haben einen Verein gegründet, Clean State, sauberer Staat, durch einen extremen Zufall an die Originalunterlagen der Staatsanwaltschaft gekommen ist im Fall Metabox. Man hatte versucht, bis zum Bundesverfassungsgericht die Akten zu bekommen. Das ist verhindert worden. Und uns liegen jetzt mittlerweile die Akten im Fall Metabox vor, und was wir dort sehen, ist extrem. Das ist Kriminalität, wie man sie sich eigentlich noch nicht mal in Sizilien vorstellen kann, aber die läuft hier in Deutschland ab unter dem Schutz der Staatsanwaltschaft. Ein Beispiel: die NordLB hat ein Unternehmen, diese Metabox, an die Börse gebracht. Diese Metabox hatte nach eigenem Bekunden, nach internem Briefwechsel, der der Staatsanwaltschaft vorliegt, null Cashflow, null Umsatz, war nach eigenen Angaben eine reine Geldverbrennungsmaschine. Und was sich jetzt abgespielt hat, und das ist tatsächlich etwas, was ich selbst überhaupt gar nicht für möglich gehalten hätte, das ist im Grunde die Krönung des Betruges und die Krönung einer Justiz, die völlig abhängig ist und Betrug, selbst extremen Betrug laufen lässt. Die NordLB hat tatsächlich von dieser Firma Metabox gefordert, im Juli 1999, da ist das Unternehmen an die Börse gebracht worden, eine Liste zu erstellen der Ad-Hoc-Meldungen der nächsten 3 Wochen. Das müssen Sie gerade mal sagen, was eine Ad-Hoc-Meldung? Eine Ad-Hoc-Meldung ist eine Meldung, die gerade reinkommt, ja, ad-hoc, und die, wenn sie börsenrelevant ist, sofort veröffentlicht werden muss, weil damit verhindert wird, dass Insidergeschäfte entstehen durch Leute, die im Unternehmen von diesen Vorgängen Kenntnis haben und damit eventuell Geschäfte für sich machen, Insidergeschäfte machen. Und insofern schließt sich eine Aufstellung einer Liste der Ad-Hoc-Mails in 3 Wochen völlig aus. So etwas kann es gar nicht geben. Das ist genauso. Ich habe das mal in meinem Kommentar formuliert, als wenn Sie die Lottozahlen der nächsten 3 Wochen festlegen. Diese Liste existiert. Und die ist von der NordLB angefordert worden? Die Liste ist von der NordLB angefordert worden. Und die NordLB, die Bank des Landes Niedersachsen, hat unter anderem mit dieser Liste Geschäfte gemacht. Und zwar Geschäfte zu Lasten von Aktionären, die das geglaubt haben, was da drin steht. Auch glauben muss. Eine solch extreme Kriminalität hätte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen können. Und schon gar nicht von einer seriösen, in Anführungsstrichen, Landesbank. Was hier abgelaufen ist, ist organisierte Kriminalität. Auch ohne jegliche Konsequenz für die Beteiligten? Ohne jegliche Konsequenz für die Beteiligten. Der Herr Domeyer, das ist der Vorstand gewesen, ist für ein halbes Jahr in den Knast gegangen. Aber der Metabox. Der Metabox. Ja, aber der Vorstand der NordLB ist völlig außen vor. Ja. Alle Beteiligten, die diesen Betrug organisiert haben bei der NordLB, sind völlig außen vor. Auch diejenigen, die von diesem Betrug letztendlich profitiert haben. Es haben also offensichtlich einige Institutionen, auch in Niedersachsen, im Wissen um diese Kriminalität und um den betrügerischen Hintergrund extrem viel Geld verdient. Dieses Geld ist geliefert worden von den Aktionären, die nicht so dicht hier in Hildesheim oder Hannover saßen und die im guten Glauben ein solches Unternehmen gekauft haben. Ich habe diese Unterlagen mittlerweile, wie auch die Unterlagen, von denen wir vorhin gesprochen haben, an die Rechtsabteilung der EU-Kommission weitergeleitet, weil ich davon ausgehen kann oder wir davon ausgehen können, dass in Deutschland derzeit derartige Regierungskriminalität, so wie sie der Deutsche Richterbund beschreibt, das ist keine Vokabel von mir, sondern der Richterbund spricht von Regierungskriminalität, nicht verfolgt wird. Insofern sind wir da auf die EU angewiesen, auf die Rechtshilfe durch die EU. Denn es kann nicht sein, und das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung vieler anderer Bürger, dass ein Land letztendlich in einer solchen Korruptionswelle versinkt, nur weil die Staatsanwaltschaft abgeschaltet wird von der Politik. Das kann nicht das Ende der Bundesrepublik Deutschland sein.